Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Mond, wo wir uns auf Route 2 weiter herumgetrieben haben, auf der Bärenfarm und einen Driftlon gefangen hatten, um die eine Sidequest zu erledigen. Und jetzt geht es aber in der Story endlich weiter und Tali möchte uns begrüßen. Hallo, liebe Francine, wie geht's deinen Pokémon? Ja, prima. Das freut mich, mein Team könnte allerdings eine kleine Pause vertragen. Ja, gehen wir doch mal da hoch, oder? Ah, los, lass uns ins Pokémon Center gehen, liebe Francine. Ach, das ist ein Pokémon Center. Ach, wie genial. Mitten auf der Route im Pokémon Center, das hat man selten. Hast du gewusst, dass Kapuriki irgendwie mit der Vegetationshöhle in Verbindung steht? Da darf man nur rein, wenn man einen guten Grund hat, wie etwa die Inselwanderschaft. Ach ja, kennst du dieses tolle Item schon? Hier, ich gebe dir ein paar von meinen ab. Ja, Beleber, da habe ich schon ein paar im Inventar. Ja. Mit einem Beleber kannst du ein Pokémon, das kampfunfähig ist, wieder fit machen. Übrigens, beim Pokémon Supermarkt bietet jeder Angestellte andere Items an zum Verkauf. Also vergiss das nicht, ne? Bevor ich die Prüfung mache, kaufe ich mir zur Stärkung noch was Leckeres im Café. Erstmal im Café ein gemütliches Testchen zur Stärkung, bevor es in die erste Prüfung geht. Hey, Duda, du kommst auch aus Alola, oder? Ich hätte eine Bitte an dich. Willst du mir kurz zuhören? Na klar. Vielen Dank. Ich rechne es dir hoch an, dass du mir hilfst, obwohl wir uns gar nicht kennen. Also, mein Schnucki und ich verbringen gerade unsere Flitterwochen hier in Alola. Aber seit er auf Route 3 zum ersten Mal einen Wommel gesehen hat, redet er von nichts anderem mehr. Wo wir herkommen, gibt es dieses Pokémon nämlich nicht, weißt du? Mein Schnucki findet offenbar besonders seinen gelben Körper und seinen langen Rüssel total schön. Und da kommst du ins Spiel. Bitte fang einen Wommel und zeig mir seinen Pokédex-Eintrag. Sobald ich genau weiß, wie dieses Pokémon aussieht, kann ich nämlich selbst eins fangen. Wommel gibt es, wie gesagt, auf Route 3. Wenn du mir einen Wunsch erfüllst, bekommst du natürlich auch eine Belohnung von mir. Okay, Wommel. Wenn ich morgens aufwache, liegt immer mein, Choriogel auf meinem Bauch und schläft. Okay. So, und die werten Damen haben auch noch was zu sagen. Hey Duda, du bist ein Pokémon-Trainer. Hast du schon ein Habitat gefangen? Wenn ja, würdest du es vielleicht gegen mein Macholo tauschen? Ich habe keins. Verstehe. Wenn du es dir anders überlegst, sag Bescheid. Gehst du einem Pokémon-Bären zum Tragen, frisst es sie im Kampf bei Bedarf von selbst. Aber von Menschen gefertigte Items wie Tränke fasst es in der Hitze des Gefechts nicht an. Na, was hast du anzubieten? Supertrank, Heilball, Nestball, Luxusball. Okay. Ein behaglicher Ball, der Pokémon veranlasst, sich nach dem Fang schneller mit dem Trainer anzufreunden. Besonders bei Pokémon mit niedrigem Level. Ja, gut. Gut. Also ja, die Angebote unterscheiden sich. Da haben sie schon mal nicht gelogen. So, was können wir denn bei dir kaufen? Können wir hier schon... Gut, hier können wir auch nur Pokébälle kaufen. Ist aber auch nicht schlimm. Was haben wir denn hier noch? So. Er könnte... Jetzt kann er... Achso. Was kann ich dir bringen? Eneko-Kakao? Roserade-Tee? 198 Pokédollar. Was für eine komische Summe. So, dann schlürfen wir ihn doch mal. Danke fürs Warten. Ein Eneko-Kakao. Ganz nach Bestellung. Wachsen die Eissaften aus der Nase, weil du mal wieder zu viele Eis-Pokémon gefangen hast? Eine heiße Tasse Eneko-Kakao schafft Abhilfe. Oder haben dich die Feuer-Pokémon deines Rivalen ins Schwitzen gebracht? Dann trink deinen Kakao einfach eiskalt. Transportmittel sind schon etwas Praktisches. Sie bringen uns schneller an unser Ziel, als wenn wir zu Fuß unterwegs wären. Praktisch heißt in diesem Fall also, dass wir dank ihnen weniger Zeit verlieren. Und hier hast du eine kostenlose Dreingabe zu diesem Getränk. Die gibst du einmal pro Tag. Dieser Keks ist eine Spezialität aus Mahagonia City in der Johto-Region. Oh, ein Wutkeks. Krass. Ich sagte, die bringen wirklich alles zusammen. Hm. Und das ist für deine Pokémon mit besten Empfehlungen. Yay. Pokémon ist eine Spezialität aus Alola. Pokémon sind ganz verrückt nach ihnen. Findest du deine Pokémon bei einer Pokepause mit Pokémon, werden sie zutraulicher. Bitte wäre uns bald wieder. Gut. Machen wir irgendwann mal. Aber, ah, hier haben wir noch jemanden zum Reden. Wenn ein Pokémon mit seiner Attacke einen Volltreffer verursacht, die Attacke 50% mehr Schaden. Und nicht wie in den 5 Generationen davor 100% mehr Schaden.
Okay, damit man sich auch ja nicht verläuft. So. Oh. Das ist ja cool. Welches Pokémon wird das wohl sein? Oh, Krabbox. Es ist wieder erwarten kein Wasser-Pokémon, sondern es ist ein Kampf-Pokémon. Das... Ich probier's aus. Pass auf. Oh, Zertrümmerer. Meine Death wird er damit droppen. Aber cool, es ist ja keine Step-Attacke, also sollte es das eigentlich aushalten. Sehr gut. Dann können wir nämlich Pokebälle nach ihm werfen. Sehr schön. Das hat manchmal auch Vorteile, wenn man Attacken hat, die nicht Step sind. Und Step heißt Same Type Attack Bonus. Also wenn man es mal ganz scharf sieht. Und nicht Same Attack as Type Bonus oder so. Weil dann wäre es Satbö oder so. Und The Francis erreicht, jo, Level 17. Na, das sehen wir doch gerne. Wie gesagt, die Werte sind alle noch relativ ausgeglichen. Aber wir wollen doch mal gucken, was dieses Kampf-Pokémon uns so bringt. Oh! Oh! The Francis entwickelt sich! Glückwunsch! Denn The Francis wurde zu Marikek. Cool. Aber seht ihr immer diese Kontraste zwischen den Orange-Rot und Nachtblau? Für Marikek wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Und das ist halt auch was Schönes, dass du das jetzt auch siehst. Zack, Marikek. Registriert. Das haben die richtig cool gemacht. Und da wird die Robbe schon ersichtlicher. So, was gibt's denn dazu? Nummer 8, Marikek. Ja, Pop-Sternchen. Typ Wasser, Größe 0,6 Meter, Masse 17,5 Kilogramm. Fühlt sich anderen sehr verbunden. Wenn sein Trainer schlechte Laune hat, muntert es ihn mit einem Tänzchen auf. Okay, und für Krabbox wurde auch noch ein Eintrag angelegt. Das seht ihr, das ist schon schön, dass man hier auch mal beides sieht. Vielleicht könnte man ja das mal mit in den Kampf nehmen. Also ins Team. Hätte ja auch schon mal was für sich. So. Krabbox Nummer 59. Boxkampf. Typ Kampf. Größe 0,6 Meter. Masse 7,0 Kilogramm. Es verliert oft seine Scheren im Kampf, aber sie wachsen schnell nach. Obwohl diese nur wenig Fleisch enthalten, gelten sie als Delikatesse. Nee, aber was ich machen möchte, ist es in mein Team nehmen. Ja, welches tauschen wir da mal aus? Ich glaube, ich werde den Käfer rausnehmen, weil ich jetzt nicht unbedingt Lust habe, Käfer-Pokémon zu trainieren. Deswegen nehmen wir Krabbox mit rein. Eine Krabbe, die boxt. Was für eine Mischung. Aber hey, eine Zitrobeere. Und eine Sinelbeere. Und noch eine Beere, nämlich eine Yonago-Beere. Eine Maronbeere. Eine Sinelbeere. Oh Gott, sind das viele Beeren. So, da können wir nicht weiter lang. Also wir müssen uns merken, Stufe 3 wird mal wichtig. Vegetationshöhle, Höhle, Prüfungsstätte der Inselwanderschaft. Okay, dann wollen wir mal. Hallöchen, ich bin's, Captain Elima. Und meine Prüfung findet nur wenige Schritte von hier statt. Und zwar hier in der Vegetationshöhle. Noch ein paar Worte der Warnung. Die Pokémon in der Vegetationshöhle sind ganz schön stark. Du solltest also ein paar Tränke mitnehmen, damit du keine böse Überraschung erlebst. In der Alola-Region hat es Tradition, die Inselwanderschaft anzutreten, sich ihren Prüfungen zu stellen und so seine eigenen Grenzen zu testen. Sobald du die Vegetationshöhle betreten hast, kannst du sie erst wieder verlassen, nachdem du die Prüfung bestanden hast. Bist du also bereit? Jupp. Also dann, ich erwarte dich im Innern. Okay, machen wir. Also hinein hier. Oh, schön, diese Kamerafahrt. Ja, es hatte noch irgendwas gesagt, aber ist jetzt egal. So, was haben wir denn hier Schönes? Items, die rumliegen. Ah, sieht schon mal ganz cool aus. Oh, und diese Musik.
Willkommen in der Vegetationshöhle, ich bin Captain Alima, aber das weißt du ja bereits. Ich erkläre dir erstmal den Ablauf der Prüfung. Deine Aufgabe hier besteht aus folgendem. Ja nun. Besiege 3 Pokémon, die sich in ihren Nisthöhlen verstecken. Sobald du das geschafft hast, dringst du ins Innere der Höhle vor und nimmst dir dort den Z-Kristall aus dem Sockel. Ja, der Schlüssel zum Erfolg ist das Zusammenspiel mit deinen Pokémon. Rat. Ja, eine Sache hatte ich noch gar nicht erwähnt. In dieser Höhle hausen ziemlich starke Pokémon. Zudem lebt an diesem Ort noch ein besonders starkes Pokémon, ein sogenannter Herrscher. Zweifelsohne wird dieser bei der Prüfung das größte Hindernis für dich darstellen. Ach ja, und noch hätte ich das Blatt vergessen zu erwähnen. Pokémon darfst du hier nur fangen, wenn du die Prüfung geschafft hast. Du wirst die Prüfung also mit deinem aktuellen Team bestreiten müssen. So, und jetzt geht's auch schon los. Die erste der 7 Prüfung deiner Inselwanderschaft. Mach dich bereit, es ist Prüfungszeit. Die Prüfung beginnt. So, darf ich jetzt endlich loslegen? Okay, Pokémon, dann werde ich nämlich... Wir haben ja ein Pokémon hier. Ja, das hätte man vielleicht mal heilen sollen. Aber regenerieren, wie viele Tränke haben wir denn noch? 5. Gut, sollte auf jeden Fall machbar sein. Obwohl, warte mal. Wenn diese Pokémon auf uns warten, warum sollte ich dann nicht gleich mal Krabox... Wenn... Nee, warte mal. So, jetzt haben wir es richtig. Hier drauf. Okay. Bericht. Hast du denn schon eine Kampfattacke? Ja, den Zertrümmerer, das ist gut. Aber guck mal, ist er trotzdem Blubber. Nun. Angriff ist stärker, okay. Das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn nicht. Ist halt bei Kampf-Pokémon eher typisch. Aber es gibt auch noch andere Varianten. Okay. Diese Pokémon hier sind sehr hartnäckig. Lass dich nicht unterkriegen. Psst. Als ob man nicht da hochklettern könnte, aber ist halt so. So, da ist eine kleine Misthöhle. Möchtest du hineinsehen? Jupp. Und da gab es einen Radfratz, nehme ich an. Aber warum sollte ich einen Radfratz fangen? Ich habe ja schon eins. Mit Mustaschbärtchen. Eigentlich hätte ich das Radfratz, weil ich gefangen habe, Mustache nennen sollen, oder? So, na dann wollen wir nochmal auf in den Kampf, nämlich Zertrümmerer. Oh. Das hätte man vielleicht ein bisschen berücksichtigen sollen. Aber okay, das ist sehr effektiv. So, viel Spaß, ne? So, aber schon mal eins. Du musst noch 2 Pokémon besiegen. Yay! Zuvor möchte ich aber noch einen Supertrank finden. Genau. Und was haben wir denn hier weiter? Oh. War das jetzt... Nee, das war jetzt ein wildes Pokémon, oder? Ein Radfratz wild erscheint. Also... Ich glaube nicht, dass es jetzt das ist, aber egal. Pass auf, wir werden das jetzt einfach so machen. Oh, das ist Level 11. Ich habe das dumpfe Gefühl, dass es auch einen Ruckzuck-Hieb haben wird. Nee, es setzt einen Routenschlag ein. Damit hat es seine Chance hoffentlich vertan, indem wir es one-hitten. Also zur Zertrümmerer, Flieg und Sieg. So. Und der Rest bekommt natürlich auch wieder was ab. Ist ja wohl klar. Achso, ich muss noch ein Pokémon besiegen. Ach ja, das ist dann sozusagen egal. Diese ist leer, alles klar. Dann möchte ich zuerst diese TM haben, die hier lag. Das ist die TM Durchbruch. Hm. So, warte mal, gehen wir doch gleich mal in den TM-Beutel. Nee, warte mal. Durchbruch. Es ist erlernbar von einigen. Stärke 75? Ja, einsetzen. Ja, hier, hallo? Krabox erlernt Durchbruch. So, dann. Einsetzen. Welche Attacke wollen wir dafür vergessen lassen? Ich meine, Zertrümmerer ist ja nun wirklich sehr schwach, ne? Aber Durchbruch, hallo? Also, das hat schon was für sich, ja? Also es bleibt übrigens, also der Woodpecker bleibt Normalflug, aber ich meine, so ein paar andere Attacken kann ja nicht schaden. Ach so, das ist Stärke 40. Hm, komm, Heuler, weg hier mit. So, zack.
Ach so, es gibt einiges. Okay. Aber warum denn nicht? Ich meine, das ist eine schöne, starke Attacke. Ich werde jetzt aber trotzdem nochmal den Trank anwenden. Ja. Wir haben ja zum Glück noch ein paar Tränke. Zwar drei Stück nur noch, aber das reicht. Gehe ich zumindest davon aus. Okay. Da drüben liegt auch noch ein Pokéball, aber wir müssen natürlich erstmal Umwege in Kauf nehmen. Ah ja, so sieht es wohl aus. Hier kann man durchkriechen, das ist cool. Das hätte man ja wenigstens auch noch animieren können, Leute. Oh, ein Supertrank, ja, umso besser. So. Ja, ich möchte ihn einsehen, also schon mal her damit. Sie ist leer. Leer. Und das Problem wird sein, wenn ich nämlich hier hingehe, wird das Pokémon... Na? Dann geht es nämlich woanders hin. Das ist wohl ein kleines Problemchen. Aber... Warte mal, vielleicht können wir ja mit ihm reden, vielleicht ändert sich da ja noch was. Okay. Wir haben eine X-Abwehr gefunden. Naja gut, das ist jetzt nicht so wichtig, aber sie ist mal wieder leer. Gut, ich werde erstmal mit dem Typen reden und dann schauen wir nochmal. Wollten hier nicht eigentlich noch die Skullrüpe hin? Ach, wenn man vom Teufel spricht, na sowas. Yo, yo, yo. Rache für die Abreibung bei Bärenfelder. Nanobike, erinnerst du dich noch an uns? Logo. Na, echt jetzt? Dabei sehen wir alle gleich aus. Krasse Leistung. Aber das ist jetzt völlig schnurzpiep egal. Wir haben uns hier in die Höhle geschlichen, um den nervigen Bike gehörig einen Strich durch die Prüfung zu machen. Alles klar, Bro. Ja klar, wie Kloßbrühe. Dann mal los. Wir klauen jetzt alle Pokémon. Ach Gott, diese Pose. Ja, wie gesagt, diese Teams haben immer eine besondere Besonderheit, sich total lächerlich zu machen. Aber so ist es nun mal. So, er fordert uns heraus, der Team Skullrüpel. Also, was willst du mit einem Traumato? Ah, warte mal, der kann Pfund, richtig? Gut, Krabox ist hier wirklich Fehlanzeige. Deswegen Pokémon gewechselt zu Drifblon. Es hat zwar nur Schlecker, aber das ist egal. Es hat dann immerhin eine Stärke von 30. So, und wir wollen es ja effektiv bekämpfen. Ja, seht ihr, und Pfund hat schon mal keine Wirkung. Es lohnt sich also auch, Pokémon, ja, mit einzusetzen. Also so einzuwechseln, ne? Das hat schon mal was für sich. Ach, man kann sich so schön Zeit lassen, das ist das Tolle. Habe ich die Pokémon nicht heilen lassen? Ach, dann ist es auch noch zurückgeschreckt. Ach, das tut mir aber leid. Ach komm, noch ein weiterer Erstauner und dann soll es das gewesen sein. Und fertig. Danke. So, hast du noch ein Pokémon? Nee, ne? Also auf jeden Fall ist Drifblon auf Stufe 12 angekommen. Mit einem guten, mit einem besseren Spezialangriff, so wie wir es hier sehen. Und Krabox erreicht auch Stufe 11. Sehr schön. Ja, und da haben wir den Team Skullrüpel schon besiegt. Was für ein Loser wie ich überhaupt... was hat ein Loser wie ich überhaupt bei Team Skull verloren? Und wir gewinnen 352 Pokédollar. Der zweite will jetzt bestimmt auch kämpfen, oder? Was geht denn jetzt ab? Ich check's nicht, ob Bob mir an der Schilde ist. Das Bike zu stark oder sind wir zu schwach? Ja, wenn ich zu stark seid, ihr zu schwach. Hätte doch ganz anders laufen sein, aber ja, das... Die ist aber echt viel zu stark. Vergessen wir kurz das doofe Bike. Homie, die ganze Prüfung stellt das unheimlich. Das sagst du was, Bro. Normale Pokémon lassen sich hier gar nicht erst blicken. Man muss an dem krassen Bike liegen. So, die helfen mir jetzt aber, glaube ich, zu meiner Prüfung, ne? Aber jetzt mal im Ernst, weiter hinten haust ein super krasses Pokémon. Geht jetzt in den Schädel? Mach dich besser schnell vom Acker. Ja, macht sich hier vom Acker. Rache ist das Gebot der Stunde, kapiert? Wir blockieren ihre Nisthöhlen und wenn die Radfahrts ihre Schädel rausstecken, schnappen wir uns die. Checkst du das? Echt jetzt? Gestalt, klingt nach dem Plan. Auf geht's. Und das sagen die vor uns. Ergibt nicht wirklich viel Sinn, aber ist egal. Ja gut.
Die versperren ja jetzt die Nisthöhle. Zumindest zwei dieser. Und wenn die zwei versperren, kann ich nämlich ganz getrost hier reingucken. Und wenn wir dann da reingeschaut haben, was erblicken wir da? Oh, ein Radikal. Die Bäckchen sind lustig, die es da hat. Könnte die Fähigkeit Backentaschen eigentlich haben. So, Durchbruch. Oh. Halbiert die aktuellen HP, genau. Aber Radikal durfte schnell besiegt werden, deswegen kein Problem. Und Driftlon erreicht Stufe 13. Yay. Wir gucken mal, was hat es denn noch? Energiefokus, Umklammerung. Alles keine tollen Attacken. So, wir behalten die bekannten Attacken. So, verziehen sie sich jetzt wenigstens? Nee. Ja, du hast alle Pokémon besiegt. Yay. Okay. Dann öffnen wir doch nochmal den Beutel. Wir hätten ja auch irgendwo Bären, richtig? Achso, um 10 Punkte, ja. Yonago-Bäre, genau dasselbe. Wutkeks. Halt, die alle Statusprobleme heilt, das ist natürlich cool. So, einsetzen, zack, hier wieder über die Hälfte hergestellt. So, und dann können wir jetzt nämlich weiter, hoffe ich. So, was hast du zu sagen? Ich bin Prüfungshelfer und unterstütze Mädchen und Jung bei ihrer Inselwanderschaft. Absolut fantastisch, du hast alle drei Pokémon bezwungen. Bitte begib dich nur ins Innerste der Höhle. Oho! Machen wir natürlich, also hinein hier. Ja, wollen wir uns mal den Z-Kristall holen. Und hier lohnt es sich später auf jeden Fall nochmal wiederzukommen. Also komm, nehmen wir uns ihn. Dich beschleicht das unheimliche Gefühl, von einem stechenden Blick verfolgt zu werden. Möchtest du den Z-Kristall aus dem Sockel nehmen? Jupp. Ausrufezeichen. Oh. Hi, Radikal. Ja, hi. Radikal, der Herrscher der Vegetationshöhle, ist vor dir aufgetaucht. Ja, soll es doch. Soll mir nur recht sein. Der Herrscher greift an. Radikal hüllt sich in eine besondere Aura und steigert... War das die Verteidigung? Kann das sein? Es sieht besonders groß aus, das muss man ja auch mal sagen. Aber erstmal den Durchbruch. Wird uns der Durchbruch gelingen? Oh oh, oh oh. Okay, es ging. Ich dachte, das wird jetzt mehr abziehen. Nun. Noch ein paar Wünsche offen oder so? Ich weiß ja nicht. Ja gut, also, ich meine, ja, warum denn nicht? Ja, Woodpecker erreicht auch Stufe 14. Oh, du besiegst, ja, den Radikalherrscher. Okay, das ging schneller als gedacht und hey, Woodpecker entwickelt sich. Oder jetzt heißt es ja Nanu. Damit hieß es, glaube ich, hey. Also, in welches Pokémon wirst du dich entwickeln? Sind wir doch alle mal gespannt. Woodpecker wurde zu einem Tropec. Oh, cool. Ach ja, ein neuer Eintrag. Genauestens. Sag mal, da hatten wir jetzt in Part 2 Weiterentwicklungen. Krass. Nochmal, Trompec, Trompete, Typ normal, Fluggröße 0,6 Meter, Masse 14,8 Kilogramm. Indem es seinen Stapel verformt, kann es eine große Bandbreite an Lauten ausstoßen. Der Albtraum eines jeden Nachbarn. So sieht es aus. So, Radikal ist in den tiefsten Tiefen der Höhle verschwunden. Eine großartige Demonstration deiner Fähigkeiten als Trainer. Du hast das Herrscher-Pokémon besiegt, das ich so hart und eifrig trainiert habe.
Da verschlägt es mir fast die Sprache. Du hast meine Prüfung gemeinsam mit deinem Pokémon wirklich mit Bravour gemeistert. Du bist echt ein vielversprechender Trainer. Differenzin, herzlichen Glückwunsch. Jetzt nimm dir den Z-Kristall aus den Sockel. Oh, interessant. Yay, Prüfung bestanden. Was für eine tolle Animation. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, du erhältst den Z-Kristall Normium Z. Normium Z wurde in der Z-Kristalltasche verstaut. Was du gerade erhalten hast, ist der Z-Kristall des Typs Normal. Er wird auch Normium Z genannt. Du sollst ihm unbedingt einem Pokémon geben, das Normalattacken einsetzen kann. Da musst du nur noch diese elegante Pose einnehmen und schon entfesselst du mit Normalattacken die fulminante Z-Kraft. So viel dazu. Nun weiter im Text. Ach ja, da fällt mir noch etwas ein, das ich noch nicht erwähnt hatte. Die Herrscher-Pokémon in den Gebieten, in denen die Prüfung abgehalten werden, erwartet dich immer ein besonders starkes Pokémon, so wie Radikal gerade eben. Außerdem unterstützen die Pokémon Alola einander gegenseitig, was dazu führt, dass sie im Kampf oft andere Pokémon zur Hilfe rufen. Ja, ist leider nicht passiert. Und du darfst jetzt die Pokémon in der Höhle fangen, da du ja den Herrscher besiegt hast. Nimm diese Superbälle zur Feier des Tages. Yay! Okay. Superbälle werden vertauscht. Deine Pokémon haben bravourös gekämpft. Warte, ich mache sie mal eben wieder fit. Yay! Ich würde dir gerne etwas Spannendes zeigen. Komm doch bitte zu Route 3. Aha, Route 3. Da haben wir ja auch unsere Quest, richtig? Elima wartet draußen auf uns. Psst. Gut, wie gesagt, hier können wir noch nicht hin. Dazu brauchen wir noch das Pokémon Mobil. Ich will immer Vegetarierhöhle lesen. So, was greift uns jetzt hier Schönes an? Nochmal ein wildes Radfratz, na gut. Gut, wenn das wilde Radfratz uns haben will. Ja, komm, wir tun uns keinen Kampf. Tun wir uns keinen Zwang an. Lassen wir uns von einem Routenschlag schwächen. Also einen Status schwächen, nämlich die Verteidigung. Aber der Durchbruch wird schon dafür sorgen, dass das hier alles ordentlich funktioniert. Radikal Watt besiegt und Tschüssikowski. Danke. So, Krabox erreicht Stufe 13 oder Level 13. Ja, der Angriff ist dominierend. Geil. Ja, komm, wir wollen etwas davon vergessen lassen. Ach komm, hier. Verfolgung, das ist nämlich cool. Diese Attacke richtet beim Ziel doppelten Schaden an, falls es ausgetauscht wird. Ja, hier, komm. Weg damit. Und lernt Verfolgung. Yay. Oh, Nimmersatt erreicht Stufe 13. Auch nett. Mauzi erreicht Stufe 14, haben wir auch schon lange nichts mehr gehört. Kratzfurie. So. Kratzfurie, ich glaube, das... Oh Gott. Das Problem ist halt... Nein, bekannte Attacken behalten. So, danke. Schön, dass wir drüber gesprochen haben. Hat sich ja doch nochmal gelohnt. So, und dann werden wir jetzt hier wieder aus dieser Höhle rausgehen. In der Hoffnung, dass wir hier kein Pokémon mehr bekommen. Aber doch, wir bekommen noch eins, um diesen Part unnötig in die Länge zu ziehen. Ja, Zubat. Haben wir schon gesehen. Tut mir leid, kein Interesse. So, und Tschüssi. Wenn ich jetzt nicht entkommen wäre, ich hätte geschrien. Auch wenn es meiner Stimme nicht gut täte, aber egal. So, da sind wir auch schon angekommen. Aber, wie es dann weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge. Also schaltet dann auch wieder ein. Bis denn, ciao.